Jo Freunde, was geht ab und willkommen nach über 3 Jahren Pause zum 4. und damit letzten Teil der Struwwelpeter-Analyse. Und wundert euch nicht über den Hintergrund, es ist nicht das, wonach es aussieht. Bevor wir mit den beiden eigentlichen Geschichten beginnen, gibt's passend zum bevorstehenden Weihnachtsfest. Glaubst du wohl selber nicht, dass du das Video noch vor Weihnachten fertig bekommst? Anlässlich des vergangenen Weihnachtsfestes den Vorspruch aus dem Struwwelpeter, der vom Christkind handelt. Vorspruch. Wenn die Kinder arisch sind... Bro, komm schon, jetzt fang bitte nicht wieder so an. Wenn die Kinder artig sind, kommt zu ihnen das Christkind. Wenn sie ihre Suppe essen und das Brot auch nicht vergessen... Keine Sorge, Bruder, du wirst für immer in unseren Erinnerungen bestehen bleiben. Moment mal. Wenn sie ohne Lärm zu machen still sind bei den 7 Sachen, beim Spazierengehen auf den Gassen von Adolf sich führen lassen... Jawohl! Von Mama sich führen lassen, bringt es ihnen Guts genug und ein schönes Bilderbuch. Also liebe Kinder, was bedeutet das für euch? Wenn ihr das ganze Jahr über schön brav wart, gegessen habt, was auf den Tisch kam und euren Eltern nicht auf den Sack gegangen seid, dann sind die Engel so gütig und leeren ihre Mülleimer über euch aus? Ich bin der Weltverschönerungsexperte und ich verschönere die Welt. Gucken wir uns doch mal an, was denn so auf den lieben Günther hier runterrieselt. Ach krass, ein neues Haus, ein neues Bett, eine aufblasbare Mary Poppins Sexpuppe und Aladdins Wunderlampe. Und was sagt es über den guten Günther aus? Dass er scheinbar obdachlos und sehr einsam ist und offenbar gerne an bestimmten Dingen rubbelt. Also an Aladdins Wunderlampe zum Beispiel, sonst hätte er sich ja wohl kaum gewünscht, oder? So, gehen wir mal auf die andere Seite rüber zu Fake It? Fake It Till You Make It oder was? Die mit ihrer Peitsche in der Hand im Innenstädtchen schön brav an der Seite von E.T. bleibt und nicht eins von diesen nervigen Scheißkindern ist, was die ganze Zeit den Tauben hinterher rennt. Daher bekommt sie aus der Müllabfuhr der Engel folgendes Geschenk: das trojanische Pferd, den neuesten Hot Wheels Kutschenanhänger, eine afrikanische Buschtrommel, ein Säbel und eine Schusswaffe mit Bajonett und sogar der passenden Munition dazu? Was genau sagt das jetzt über die gute Fake It aus, dass ihr am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien lieber noch einen Tag länger zu Hause bleiben solltet? Kommen wir nun zur Geschichte vom Zappelphilipp. Ich wollte an der Stelle mal anmerken, dass sich die Geschichte meines Namensvetters auf Seite 22 befindet und ihr wollt mir immer noch erzählen, dass es Zufälle gibt? Pathetic. Ob der Philipp heute still wohl bei Tische sitzen will? Also sprach in ernstem Ton der Papa zu seinem Sohn und die Mutter blickte stumm auf dem ganzen Tisch herum. Doch der Philipp hörte nicht, was zu ihm der Vater spricht. Er gaukelt und schaukelt, er trappelt und zappelt auf dem Stuhle hin und her. Philipp, das missfällt mir sehr. Oh shit, ich glaube die Stimmung beim Abendessen kippt. Original, ich früher in der Schule immer. Der Herr Papa sieht hier irgendwie so aus, als würde ihm sein Kopf langsam entgleiten und auf den Tisch purzeln, wie bei so einem Eisklotz, der eine glatte Oberfläche runterrutscht. Und Philipp wurden offenbar zuvor seine Hände abgehackt, weil er anscheinend schon mal irgendwo Ladendiebstahl begangen hat. Voran! Ja, du hast. Philipp, wie wär's denn, wenn du mal deine köstliche Bohnensuppe essen würdest? Du willst doch nicht etwa, dass es dir so wie dem Kasper ergeht, oder? Frau Mama, das möchte ich unter keinen Umständen, aber könnten Sie mir dann vielleicht vorher verraten, wie ich meinen scheiß Löffel benutzen soll ohne Hände? Rede noch einmal in diesen Ton mit deiner Mutter und ich schneide dir auch noch deine beiden Füße ab, du kleiner Rotzlöffel. Solange du die Füße unter meinen Tisch stellst, hast du dich gefälligst auch anständig zu benehmen. Aber die sind doch gar nicht unter deinem Tisch, du Arschloch. Wie war das? Haben wir was von diesem Fisch, dem Barsch noch? Ach so, ja klar, der hängt da unten. Puh, nochmal Glück gehabt. Hier ist mein Messer, Bruder. Seht, ihr lieben Kinder, seht, wie es dem Philipp weitergeht. Oben steht es auf dem Bild. Seht, er schaukelt gar. So! Bis der Stuhl nach hinten fällt, da ist nichts mehr, was ihn hält. Nach dem Tischtuch greift er... Moment mal. In dem Bild davor sieht es doch voll so aus, als wäre das Kleid der Mutter die Tischdecke unter der Tischdecke. Versucht er dann hier gerade seiner Mutter die Klamotten vom Leib zu reißen? Geschichten aus dem Saarland. Nach dem Tischtuch greift er, schreit. Doch was hilft's? Zu gleicher Zeit fallen Teller Fleisch und Brot. Vater ist in großer Not. Und die Mutter blicket stumm auf dem ganzen Tisch herum. Vor allem der Vater ist in großer Not. Hä? Original fällt gleich die ganze Tischbedeckung inklusive Messer, Weinflasche, kochend heißer Bohnensuppe auf seinen fucking Sohn drauf und er sitzt nur da, ist komplett außer Gefahr, aber der Vater ist in großer Not. Vielleicht wollten die aber auch einfach schreiben, Vater ist in großer Notenleser. Ich meine, er spielt ja gerade ganz offensichtlich Klavier. Und so wie es aussieht, hat er beim Musizieren auch so heilende Zauberkräfte wie Rapunzel, wenn sie singt. Seinem Sohn sind nämlich einfach mal die fucking Hände wieder nachgewachsen. Die Mutter macht den Reverse-Suppen-Kasper, weil sie vom einen auf den anderen Augenblick 20 Kilogramm mehr wiegt und wenn man sich den Gesichtsausdruck plus die geröteten Wangen vom Zappelphilipp anschaut und bemerkt, dass das Weinglas, was sehr nahe an seinem Platz stand, plötzlich leer ist, obwohl es 2 Sekunden vorher noch voll war und auch nirgends verschüttet wurde, fügt sich so langsam das Bild und es wird klar, warum der Philipp vom Stuhl fällt. Ja, du hast. Nun ist Philipp ganz versteckt und der Tisch ist abgedeckt. Ich weiß gar nicht, was die Eltern von Philipp für ein Problem haben, sonst wird auch immer rumgemeckert, dass die Kinder den Tisch nie abräumen.
und dann macht er es einmal und dann ist auch wieder nicht recht. Ja, ja, es ist jedes Mal dasselbe. Was der Vater essen wollt, unten auf der Erde rollt. Suppe, Brot und alle Bissen, alles ist herabgerissen. Suppenschüssel ist entzwei, da freut sich jemand. Und die Eltern stehen dabei. Beide sind gar zornig sehr, haben nichts zu essen mehr. Hä, 3-Sekunden-Regel, seid ihr dumm? Gebt's doch einfach wieder auf. Die Mutter sieht hier so aus, als wäre sie irgendwie beim FBI oder so und gerade an einen frischen Tatort gekommen. Halt! Keine Bewegung, das sind alles Beweismittel. Oder sie ist Virologin und gerade kurz davor, den Impfstoff gegen das Coronavirus fertigzustellen. Halt! Moment, geben Sie mir noch eine Minute, ich hab's gleich. Ja, ist ja gut. Oder sie gehört zu den Jedi aus Star Wars und wendet gerade die Macht bei ihrem Mann an. Luke, ich bin deine Frau. Das weiß ich doch, Agatha. Agatha wird auch anfangen, für mich zu kochen. Wie wir das machen, weiß ich noch nicht. Sie soll mal ein, zwei Gerichte Probe kochen, ob mir das gefällt oder nicht. Ja, der Philipp ist vermutlich tot, aber um nochmal auf Nummer sicher zu gehen, hilft der Vater noch ein bisschen nach. Kommen wir nun zur Geschichte vom Hans Kuck in die Luft. Wenn der Hans zur Schule ging, stets sein Blick am Himmel hing. Nach den Dächern Wolkenschwalben schaut er aufwärts, allenthalben, vor die eigenen Füße dicht. Ja, da sah der Bursche nicht. Wartet mal, geht's jetzt gerade um Hans Kuck in die Luft oder um Jumbo Schreiner? Also, dass ein jeder ruft, seht, den Hans Kuck in die Luft. Es wirkt hier irgendwie so, als wäre dieses Gebüsch ein Drogenumschlagplatz, weil der Hans so dasteht, als würde er erwarten, dass ihm gleich jemand Geld in die Hand drückt für den Stoff, den er in seiner roten Mappe mitgebracht hat. Also, den Schulstoff. Er ist ja gerade auf dem Weg in die Schule. Schulklasse, Kinder, Bildung, Werbefreundlichkeit. Kam ein Hund dahergerannt, Hänslein blickte unverwandt, ein Wort, was die Saarländer gar nicht gern mögen, in die Luft, niemand ruft, Hans, gib acht, der Hund ist nah. Was geschah? Pauz per Dautz, da liegen zwei, Hund und Hänschen nebenbei. Oh nein, Waldi, so sag doch was. Bell, Bell. Bell? Bell? Ich bin eine Drama-Queen und tot. Sein Kopf sieht mit den Haaren am Boden irgendwie wie ein Staubsaugerroboter aus und ich wünschte, ich könnte das wieder ungesehen machen. Oh mein Gott, stell doch mal vor, der fährt so durch eure Wohnung. Ach du Scheiße, ich glaube, ich würde mein Haus anzünden. Hans! Getze Flammenwerfer! Einst ging er an Ufers Rand mit der Mappe in der Hand. Nach dem blauen Himmel hoch sah er, wo die Schwalbe flog, also dass er Kerzengrad immer mehr zum Flusse trat. Und die Fischlein in der Reihe sind erstaunt sehr alle drei. Okay, neue Szenerie, neuer Drogenumschlagplatz, auch wenn sich hinter der Laterne eigentlich nur der ein halbes Lot wiegende Suppenkasten verstecken kann. Der Hans ist also kurz davor, in den Fluss zu fallen und die Fische sehen so aus, als würden sie ihn dabei irgendwie noch anfeuern wollen. Hans, mach einen Flip! Und bin ich der Einzige, der findet, dass er mit diesem Gesicht hier super bei Attack on Titan reinpassen würde? Noch ein Schritt und plumps, der Hans stürzt hinab, kopfüber ganz. Tja, so wie es aussieht, ist der Drogendeal mit dem Suppenkasper jetzt wohl ins Wasser gefallen. Die drei Fischlein, sehr erschreckt, haben sich sogleich versteckt. Digga, sind die aus John Cenas Aquarium abgehauen oder was? Die sind halt echt nicht mehr da, oder seht ihr die noch irgendwo? Und ich glaube, der gute Hans hat, als er auf dem Drogendealer-Lehrgang war, nicht ganz verstanden, was die Leute dort mit Geldwäsche meinten. Zumindest hat das hier sehr wörtlich genommen. Doch zum Glück, da kommen zwei Männer aus der Nähe herbei und sie haben ihn mit Stangen aus dem Wasser aufgefangen. Puh, da hat der Hans aber nochmal Glück im Unglück gehabt. Ach du Scheiße, Luke, hör doch auf damit! Ich will doch nur dem Arm Hans helfen. Der Hut von dem Mann hier sieht aus wie dieses eine Loch, wo die Scheiße rauskommt. Also bei Attila Hildmann der Mund zum Beispiel. Ich weiß seit mindestens 15 Jahren, was los ist. Seht, nun steht er triefend nass. Ei, das ist ein schlechter Spaß. Wasser läuft dem armen Wicht aus den Haaren ins Gesicht, aus den Kleidern von den Armen und es friert ihn zum Erbarmen. Erinnert ihr euch noch an die Eisbucket-Challenge von 2014, die im ursprünglichen Sinn eigentlich als Spendenkampagne für an ALS erkrankte Menschen gedacht war, aber gefühlt zum Großteil irgendwie nur von irgendwelchen Leuten für Klicks ausgenutzt wurde? Literally jeder YouTuber zu der Zeit. Wobei der Hans wahrscheinlich eher für an Parkinson erkrankte Menschen wie den Zappel-Philipp gespendet hat. Nein? Okay. Doch die Fischlein alle drei schwimmen hurtig gleich herbei, strecken's Köpflein aus der Flut, lachen, dass man's hören tut, lachen fort noch lange Zeit und die Mappe schwimmt schon bei. Ey, wie wenig Bock zu zeichnen kann man bitte haben? Ich stell mir das original so vor. Ey, du weißt, dass du heute unbedingt noch das letzte Panel beim Hans Kuck in die Luft fertig zeichnen musst. Bro, aber es ist doch gleich Feierabend. Digga, du gehst heute erst aus diesem scheiß Büro hier raus, wenn du den Textteil auch bildlich dargestellt hast. Ist das klar? Ja, okay, ist ja gut. Einfach, er hat so als Vorgabe bekommen, dass die Mappe von Bild zu Bild weiter wegschwimmen muss und das kommt dabei raus. Das macht der Sechs-Finger-Conny auf jeden Fall ein bisschen Konkurrenz, würde ich sagen. So, Fazit zum Struwwelpeter. Ich finde es sehr witzig, wie man einfach so extrem merkt, dass der Autor frisch Vater geworden ist und sich in den Geschichten im Struwwelpeter einfach nur darüber auskotzt, was ihm gerade an seinen eigenen Kindern auf den Sack geht. In sehr kreativer Form natürlich. Ich schaue mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf die Struwwelpeter-Analysen zurück. Ich hoffe, ich konnte euch damit unterhalten und wer weiß, vielleicht nehmen wir als nächstes Jahr die Struwwel-Liese oder Max und Moritz durch. Oder den Struwwel-Hitler. Und falls es wirklich schaffen sollte, das Video noch vor Weihnachten fertig zu bekommen, dann frohe Weihnachten.